So. Wieder einen Schluck nachgetrunken. Sollten wir vielleicht nochmal einen Tee machen. So. Er hat keine Waffe. Wieso hat er keine Waffe in der Hand? Wieso hat Nob keine Waffe in der Hand? Nob? Oder Nab? Nab. Wieso hat Nab keine Waffe in der Hand? Nab hat keine Waffe in der Hand. Alter, Nab, wieso hast du keine Waffe in der Hand? Was hast du angestellt? Schäm dich, Nab. So, wie viel? So. Stockpile. Contents. Ja, wir haben schon mal 18 Bronze-Bars. Zwei werden gerade hergestellt. Vier können dann noch hergestellt werden. Gut, da sind wir schon ganz gut versorgt. Wie gesagt, ich würde bevorzugen, eigentlich Bronze-Bars nicht dazu zu benutzen, jetzt Anvil herzustellen. Das wäre eigentlich ziemlich doof. Wir könnten natürlich auch das Zinn benutzen, aber wie gesagt, aus Zinn und Kupfer kann ich dann schön das Bronze herstellen. Und das ist halt eigentlich eine sehr gute militärische Verwendung. Ach man. Andererseits, wenn ich zu lange warte, beißen uns dann am Ende die Mistviecher. Auch nervig. Na gut, ich baue mal hier erstmal das Zinn ab jetzt. Und dann gucken wir mal, wie viel Zinn wir da haben. Und dann werde ich wahrscheinlich aus dem Zinn dann das andere Zeug herstellen. So, dann graben wir uns hier aber auch noch mal ein bisschen weiter durch. So. Mal gucken. Hierhin ein 19er Abstand wieder. Zack. Zack. Und wieder ein 19er Abstand. Wie gesagt, ich arbeite halt mit so einem Karo-Muster, finde ich. Das ist ganz schick. Das werde ich dann jetzt auch nochmal in die andere Richtung ziehen. Okay, hier ist wieder eine Höhle. Ein bisschen Abstand lassen, damit man nicht aus Versehen doch noch durchgräbt. Weil mit diesem Karo-Muster man halt relativ gut dann Übersicht bekommt, was wo ist, und weil die meisten Sachen halt doch in einem gewissen Umkreis zueinander liegen, sodass man damit eigentlich dann die Erzquellen oder so dann halt ganz gut finden kann. Also ich habe damit ganz gute Erfahrungen eigentlich gemacht. Das hier sieht nach Granit aus. Basalt, okay. The Basalt Wall. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal eine andere Art von Stein, wenn wir das dann später haben wollen. So, in die andere Richtung machen wir das auch nochmal mit den 19. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Und bauen hier runter. Zack. Dann in die Richtung. Das Ganze auch nochmal in die andere Richtung hier. Mache ich jetzt mal fertig. Damit sind natürlich die Miner dann auch echt eine ganze Weile beschäftigt. Ja, hier haben wir auch nochmal einen Bereich, in den wir nicht reinbauen konnten, richtig? Ja, also meiner Meinung nach war das halt danach entschieden, in welcher Tiefenstufe ich mich befinde, danach, in welcher Tiefe ich bisher was abgebaut habe. Bedeutet tatsächlich halt, dass bei mir die Maximaltiefe, die wir bisher erreicht haben, halt 10 ist, weil ich im Bereich 10 halt bisher Sachen abgebaut habe, ne? Und da müssen wir halt gucken, dass wir da nicht zu schnell zu tief kommen. Also ich glaube, ab 20 wird dann nochmal ein ordentlicher Sprung in der Stärke unserer Gegner dann stattfinden. Bin ich
der Meinung, jetzt im Moment können vor allem die Skelette kommen, aber auch schon Zombies. Zombies sind schon ein bisschen fieser. Die sind noch ganz gut zu bekämpfen an sich, aber die haben ein paar Gimmicks halt. Wie auch in Hollywood sind Zombies infizierend. Das ist hier nicht ganz so gravierend, denn ein Gnomen, der infiziert wird, hat zwar dann die Zombie-Krankheit, wird aber noch nicht zum Zombie. Aber wenn ein Gnom, der infiziert ist, stirbt, dann wird er zum Zombie. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass mitten im Kampf einer unserer Gnome infiziert wird, dann noch im Kampf gekillt wird und dann haben wir auf einmal einen Gegner mehr. Keine schöne Sache. Andere Variante ist, einer unserer Gnome wird infiziert, rennt die ganze Zeit durch unsere Siedlung, alles schick, alles gut, alles toll, kommt in einen weiteren Kampf, wird umgehauen und steht dann auf der Seite des Gegners, auch nicht viel schöner. Man müsste an Health erkennen können, ob tatsächlich ein, wenn ich mich nicht irre, kann ich innerhalb der Health erkennen, ob ein Gnome halt infiziert ist. Wenn ich feststelle, ich habe einen Gnome, der infiziert ist, dann sollte ich ihm sowas wie den Blacksmith-Auftrag geben oder sowas, bei dem ich halt relativ sicher sagen kann, okay, der bleibt in sicheren Bereichen, wo es unwahrscheinlich ist, dass er drauf geht. Ja, das sollte man dann machen. Aber ansonsten einfach versuchen, keinen Gnome zu verlieren und dann passt das schon, ne? Leichter gesagt als getan, leider. Also wir werden mit Sicherheit nicht mit allen Gnomen, die wir jetzt haben, noch in 10 Spielstunden dastehen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das wäre wahnsinnig gute Leistung. Zumindest für mich. Mag da draußen bestimmt Leute geben, die das besser hinkriegen als ich, aber dass man ein bisschen Schwund hat, man leider immer. Ich bin ganz froh, dass wir bisher noch nichts. Oh. Ich hab's gerade gesagt. Vor allem der Typ, der kommt im Moment nicht weg, ne? Der ist halt jetzt voll eingekesselt von dem Zombie, ey. Oh, super. Na dann, alles Bots drauf, los. Die einen, die wir haben. Und der hat jetzt halt echt Probleme, ne? Der ist jetzt hier voll eingekesselt. Das heißt, der hat jetzt gute Chancen, dass er leider tatsächlich drauf geht. Und Fuss ist infected with Zombie Virus. Er ist umgefallen und er ist blind. Alter. Der Typ ist ja sowas von tot. Ach, du Scheiße. Aber du bist ja auch ein ganz heller. Oh. Der Typ kommt hier an. Sieht das dann Zombies, rennt in den einen Schritt rein, den man nicht weggehen kann, und rennt dann hin und her. Oh, ist das ein heller Bursche. So, unser Woodcutter, der kämpft schon mal mit. Na super. So, der blutet jetzt. Warte mal, da möchte ich jetzt wissen, ist der infiziert? Das ist der Rancher an sich. Eine relativ sichere Profession. Ja, ist sogar mit dem Vehicle-Zombie-Virus infiziert. Ey, ist doch nicht zu fassen. Ja, ich habe es eben gerade noch gesagt, ich wäre begeistert, wenn wir es schaffen, aber konnte es mir nicht vorstellen. Ja, jetzt haben wir tatsächlich so einen Effekt, wovon ich vorhin gesprochen hatte, dass die Leute anfangen hinzurennen, wegrennen und so weiter. Zerg has created a legendary Everwine. Ganz wichtige Info gerade, ja, Leute, Zerg hat uns gerade, während wir unten mit dem Zombie kämpfen, ein legendary Everwine hergestellt. Ganz große Leistung, Zerg, wir sind stolz auf dich. Scheiße. Ja, wir haben jetzt echt gerade einen etwas komplizierteren Kampf hier laufen. Oh, und unser Rancher ist im Kampf mit drin. Was hat denn unser Rancher da zu suchen? Oh nein, wir waren jetzt. War Zachary unser Rancher? Ja, ne? Ey, ist doch nicht zu fassen. Haben wir jetzt keinen Rancher mehr? Doch, wir haben noch einen Rancher auf jeden Fall. Okay, alles gut soweit. Wir haben 2 Blacksmith-Bilder, 4 Farmer, 1 Miner, 2 Woodcutter haben wir noch. Boah, so eine Scheiße, ernsthaft. Entschuldigt meinen Kraftausdruck. So, also, der wird uns jetzt nicht einprügeln oder so, aber wenigstens war jetzt hier dieser Rish Way,
Mr. Ridgeway war wenigstens anscheinend nicht infiziert. Oh. Jetzt haben wir noch einen verloren. Wer ist das? Was hat die für eine Profession? Rancher, Miner. Ah, ich glaube, wir haben gerade einen Builder verloren, ne? Was könnte sie gewesen sein? Wir haben nur noch einen Builder, einen Miner, einen Rancher, zwei Woodcutter, vier Farmer, zwei Blacksmith. Mal, wo sind denn unsere ganzen Hardcore-Kämpfer? Sind die alle am Pennen oder was? Kann doch nicht gehen. Alter, die pennen alle! Oh Gott. verdammt. Ich glaube, dafür kann ich was bauen. Boah, das hätte ich früher machen müssen. Es gibt doch hier irgendwie eine Alarmbell, ja. Die muss ich unbedingt bauen. Ich wette, die hätte die geweckt. Die wollte ich diesmal endlich mal ausprobieren. Ich habe das immer wieder vergessen, die auszuprobieren. Oh nein! Ja, ich habe es ja vorhin erzählt. Sarishway has been spotted. Zombie Sarishway. Ja, die war infiziert. Ist aufgestanden. Wir hatten jetzt schon zwei Tote rumliegen, das heißt, wir haben hier wahrscheinlich gleich mit drei Zombies. Ach du Kacke. So, jetzt ist noch jemand zu Tode geblutet. Es kann. Also, ich habe ja eben noch gesagt gehabt, hey, dieser Zombie wird uns jetzt nicht einprügeln. Ich könnte mich geirrt haben. Mal gucken, was jetzt draus wird. Viel machen kann ich jetzt nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Wir werden jetzt warten müssen. So, ey, super, wir haben den Zombie gekillt. Hey! Ja. Okay, irgendjemand ist umgekippt from exhaustion. Was war das? Und nochmal. Zombie Devimila has been spotted. Oh, nee. Ich fass es ja nicht. Was jetzt? Oh ja, 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 genau. Killt mal noch jemanden, damit noch jemand aufsteht. Oh nee. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt ins Mikro gekommen. Moment, ich muss wieder einstellen. Das war gerade die Facepalm. Oh nee, da ist noch einer tot. Ich weiß es nicht. Ein Zombie. Es war ein verschissener Zombie. Auf Level 10. Das kann doch nicht passieren, ey. Ich habe noch nie so früh einen Zombie gehabt. Oh, oh, oh. Ich glaube, das Let's Play muss neu beginnen. Das sieht fast so aus, dass wir da gute Chancen haben, dass dieses Let's Play an dieser Stelle enden wird. Das ist ja unglaublich. Sag mal, wir müssen doch noch die Zombies rumrennen. Wo sind denn jetzt die Zombies hin? Hallo? Könnt ihr mal die Zombies einsammeln? Oh Gott, wie die uns eingeprügelt haben. Die haben weniger Leute als zum Start. Builder, Blacksmith, Farmer. Na gut, wir müssen uns dann gleich organisieren. Aber jetzt erstmal, könntet ihr mal versuchen, die restlichen Zombies zu finden und zu töten? Bitte? Pretty please? Ach du Scheiße. Also ich probiere es noch damit weiterzumachen. Ob es klappt, werden wir sehen. Keine Ahnung. Das könnte aber unser Doomsday gewesen sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh nein, jetzt ist da oben einer aufgestanden, weil wir den Korps da schon hingebracht hatten. Oh, das ist doch jetzt nicht zu fassen. Na gut, wenigstens müsste der jetzt gleich eingeprügelt sein. Das sollte jetzt eigentlich relativ gut gehen, denke ich mal. Oh, noch einer ist aufgestanden. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das ist doch nicht zu glauben. So, und was lernen wir daraus? Wir hätten gleich unsere gesamte Squad auf die Zombies schicken sollen. Ich war so doof. Weil wir oben bei den Kämpfen das nicht so richtig... Bei den Kämpfen habe ich dran gedacht, aber hier unten, ich habe nicht dran gedacht, den Zombie anzuklicken und sofort alle drauf zu schicken und auf jeden Zombie drauf zu schicken. Aber gut, ein Teil hat ja auch gepennt, also... Aber ja, das hat man ja gemerkt. Oben haben die weitergearbeitet, während unten
schon ordentlich geschlachtet wurde. Wir hatten echt Pech. Also, oh, das war, also A, habe ich nicht vernünftig dran gedacht. B, wir hatten echt, echt Pech. Naja, mal gucken, wie die nächste Folge wird. Tschakka! Eine sonnige Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.